Guten Abend miteinander und herzlich willkommen bei PULS. Heute haben wir diese Themen für Sie. Zu viele Harnkatheter. Als Infektionsquelle bekannt, aber kaum beachtet. Panische Höhenangst. Nur wer sich der Angst stellt, kann sie auch dauerhaft überwinden. Kaum bekannte Aronia. Der reichhaltigen Beere fehlt nur eines: guter Geschmack. Blasenentzündungen gehören zu den häufigsten Infektionen, die man im Spital überkommt. Die Schuld daran ist meistens ein Blasenkatheter. Und der bekommt heute schon fast jeder vierte Patient in der Schweiz. Das ist viel zu viel, findet die Stiftung für Patientensicherheit und zitiert eine Studie aus Amerika, die sagt, die Katheter werden vor allem gesetzt, weil es einfach bequemer ist für das Personal. Meistens wäre es gar nicht nötig. Und zumindest könnte man sie früher rausnehmen. Steril arbeiten. Das A und O schon bei der Vorbereitung. Einen Blasenkatheter legen, das geht einfach von der Hand. Fürs Fachpersonal absolute Routine. Ja, das ist unser tägliches Brot. Machen wir alle zwei, drei Tage. Trotz Routine und steriler Umgebung, jeder Harnkatheter birgt ein Infektionsrisiko. Denn der Katheter öffnet einen künstlichen Weg in die Harnblase. Durch die Harnröhre wird er zuerst in die Blase vorgeschoben. Damit er nicht wieder herausrutscht, wird er dort mit einem Ballon fixiert. Dann kann der Urin durch den Katheter abfließen. Doch noch so sorgfältig gelegt, mit der Zeit wird jeder Katheter durch Bakterien besiedelt, die bis in die Blase gelangen. Bei jedem vierten Katheter führen diese Bakterien zu einer behandlungsbedürftigen Infektion. Dieses Risiko wird im Spitalalltag unterschätzt. Nicht einmal der Leiter der Spitalhygiene am Inselspital Bern widerspricht dem. Ich denke, dass Blasenkatheter immer noch zum Teil unbegründet eingelegt werden und als wenig gefährlich empfunden werden vom Personal und darum bleiben sie länger liegen und können eben einen Infekt verursachen. Das Problem ist unter Fachleuten längst bekannt. Spitalhygieniker Hugo Sachs und sein Team arbeiten an einem Überwachungssystem. Damit soll klar werden, wie viele Urinkatheter gelegt wurden und wie häufig es zu Harnwegsinfektionen gekommen ist. Denn solche Zahlen wurden bislang überhaupt nicht erhoben. Also wenn man so Daten hat und die auch an den Mitarbeitenden dann zurückspielen, das ändert sicher das Bewusstsein für das Problem. Man sieht dann, dass das Problem besteht und man sieht auch, wie dann die Zahlen ändern, wenn man etwas dagegen macht. Das ist sehr motivierend. Genau das hat Martin Ecker vom Regionalspital Emmental in Burgdorf vor 5 Jahren gemacht. Er trug alle Fälle von Harnkathetern und Blaseninfektionen in seinem Spital zusammen und schulte mit den Erkenntnissen das Personal. Das erfolgreiche Ergebnis? Die Zahl der Katheter ließ sich deutlich verringern, ebenso die Menge an Antibiotika gegen Harnwegsinfektionen. Einzelne Spitäler folgten dem Emmentaler Beispiel und hatten Erfolg. Doch schweizweit geschah wenig. Die Initiative setzte sich nicht durch. Ich denke, bis jetzt sind Blasenkatheterinfekte eher vernachlässigt worden, weil sie im Vergleich zu anderen Spitalinfekten weniger dramatisch daherkommen, weniger mit Komplikationen verbunden sind, aber auch mit weniger Kosten für das Gesundheitswesen verbunden sind. Und so kümmern sich kaum Spitäler systematisch um das Problem. Vorerst rät der Experte zu Wachsamkeit im eigenen Interesse. Es wäre sicher hilfreich, wenn Patienten selber würden, fragen, ob es einen Katheter wirklich und selber das Bewusstsein haben, dass dort das Infektrisiko damit verbunden ist. Ja gut, dann bleibt uns in dem Fall nichts anderes übrig. Müssen wir selber schauen, dass der Katheter wieder rauskommt. Aber von der Stiftung für Patientensicherheit ist für nächstes Jahr eine Kampagne geplant. Und da hoffen wir natürlich, dass das dann auch endlich etwas bewirkt.
dass es einem in der Höhe ein bisschen geschmauch wird, wenn man keinen sicheren Boden mehr unter den Füßen hat, das ist normal. Aber wenn man regelrecht in Angst und Panik geratet, dann redet man von Höhenangst. Unser nächstes Thema, das wir uns fragen, wie kann man das überwinden? Und Sie können dazu auch jetzt schon anrufen, mit Psychotherapeutinnen am Beratungstelefon reden. 0848 00 23 23. Und der Link in Expertenchat ist srf.ch/puls. Wer es nicht kennt, der weiß auch nicht, wie schlimm so eine Höhenangst ist. Bei meiner Redaktionskollegin Rachel Honecker ist es also ganz verrückt. Die gerät wirklich in Panik. Und um zu zeigen, dass da dabei auch im Körper etwas passiert, haben wir sie in die Höhe geschickt und Blutdruck und Puls gemessen. Sie ist in Interlaken in einen Seilpark und von jemandem von dort begleitet und betreut worden. Ich muss sagen, ich habe eine schlaflose Nacht hinter mir. Ich habe jetzt mega zitterige Beine und so meine Handgelenke fühlen sich ganz schwach an. Und schon nur bei der Vorstellung wird es mir schlecht. Also ich vertraue auf dich, dass du mich da irgendwie... Ganz sicher, ich bin da. So schnell ich wie möglich wieder oben abholst. Das Rettungspaket dabei. Und ich zweifle noch, ob ich überhaupt über die ersten Stege komme oder ob wir dann wieder auf den Kinderpark gehen. Da rauf muss ich. Mein Puls steigt jetzt schon. Wie kommt das nur raus, wenn ich dort oben bin? Oi, nein. Der Puls ist auf 109. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Aber das geht noch unsicher. Ja, ich bin parat. Nein. Doppelt gesichert, aber das hilft mir gerade überhaupt nicht. Gott, wieso mache ich so Sachen überhaupt? Hilfe. Mein Puls ist auf 125. Und das sind erst 3,5 Meter. Der will mit mir noch bis auf 20. Können wir da wieder retour, wenn es nicht geht? Wenn es nicht geht, kannst du auf den Rugeln auch zurückgehen. Ja, das geht. Okay. Alles in mir rebelliert. Minuten vergehen, bis ich den ersten Schritt probiere. Ui! Es wird jetzt sehr wackelig, also die bewegen sich und das musst du jetzt ausgleichen mit deinen Beinen. Aber ich habe so zitterige Beine, das kann ich nicht. Mhm. Ah! Ich habe Angst. Höhe und noch wackeln, was habe ich mir da nur eingebrockt? Aber da bleibe ich jetzt also. Es sind nur noch 24. Mir ist Gott schlecht. Komm, steh auf. Ah, es geht nicht, es geht nicht. Aufstehen. Und ich bin völlig verkrampft. Aufstehen. Linken Fuß mitnehmen und stehen, stehen, stehen. Komm, aufstehen. Oh. Jawohl, gerade. Mach dich gerade. Jawohl, super. Jeder Schritt ist toll für mich. Hast du noch Kraft? Es ist so absurd. Ja, ich habe fast keine Kraft mehr. Aber es ist so absurd, man weiss ja, dass man hebt. Und was, wenn die Seile reissen? Was machen deine Beine? Zittern. Was für eine blöde Frage. Ich bin fix und fertig, so ein Horror. Ich halte das nicht mehr länger aus. Okay. Oberkörper auf. Es langt. Okay. Langt? Mehr geht nicht mehr. Okay. Was mache ich jetzt? Am besten mal in die Knie gehen und abhocken, bis du im Gurt drin sitzt. Ah. Super, einfach abhocken. Genau, jetzt bist du drin. Abhocken zum Abseilen? Ist der wahnsinnig? Nein, nein, das geht nicht. Ich kann mich nicht loslassen. Nein, das geht nicht. Vergiss es. Du musst nicht loslassen. Nein, nein, du musst nicht loslassen. Dann hänge ich ja voll in der Luft. Nein, vergiss es. Vergiss es. Kann man retten? Vergiss es. Wir probieren zuerst Retour, ja. Okay. Also, nimmst einen Fuß. Welchen willst du nehmen? Den Link. Gut. Setz den mal runter. Ja, ist gut. Und also wirklich, lieber Hinterski als Abseilen. Das wäre das Schlimmste vom Ganzen. Uiui. Hinten bist du auf der Plattform, oh. Jawohl. Und abstehen. Oh. Gut. Geschafft. 1 Stunde hat sie gebraucht für die 6 Stufen. Da leidet man richtig mit, Klaus Bader. Sie sind Psychologe an der Universitären Psychiatrischen Klinik Basel. Jetzt ist das ein typisches Beispiel für eine Höhenangst. Was kennzeichnet denn eine Höhenangst?
Also die Angst in der Höhe mit einer ganz intensiven Furchtreaktion, Schweiß, Zittern und so weiter, Körperreaktionen, obwohl die Person eigentlich gar nicht in Gefahr ist. Also die normale Angst, die ist sinnvoll, man schützt sich, man macht langsamer, die erfüllt einen guten Zweck. Die phobische Angst, die wir hier sehen, erfüllt eigentlich keinen Zweck. Die Person ist eigentlich sicher und trotzdem hat sie starke Angst, im Kopf lauter Angstgedanken und Szenen, die sie vor sich sieht. Also eine viel zu starke Angst für die eigentliche Bedrohung. Und das zeigt sich dann eben auch im Körper, der reagiert entsprechend. Wir haben ja den Blutdruck beispielsweise gemessen. Man sieht, über den ganzen Tag ist die Kurve eigentlich normal im grünen Bereich, mit Ausnahme von dieser einen Stunde im Seilpark, wo es wirklich die Höhe schiesst. Und auch der Puls, oder? Normal, so ein Ruhepuls, hat etwa 60 Schläge pro Minute. Tönt so. Und jetzt bei der Rachel, sie hat 168 Schläge pro Minute gehabt, was dann schon ein bisschen anders tönt. Also, der Körper, der trillt fast durch, oder? Durch, kann man sagen. Ist das nicht gefährlich? Nein, das ist in Wahrheit nicht gefährlich. Ich meine, wenn Sie Sport machen oder sich körperlich stark beanspruchen, haben Sie so einen Puls auch über längere Zeit. Körperlich nicht gefährlich. Man empfindet es natürlich als bedrohlich, wenn das Herz so schlägt und man flüchtet nicht oder kann nicht kämpfen, kann das körperlich nicht abarbeiten. Also Empfindung ist gefährlich, was der Körper da macht, aber eigentlich ist es nicht. Das ist eine Kampffluchtreaktion. Warum macht er das überhaupt? Der Körper versucht, Energie bereitzustellen, weil er sich in einer bedrohten Situation fühlt und dafür kennt er nur Flucht oder Vermeidung oder Kampf. Und dazu mobilisiert er jetzt alle Energie. Ja, sie wäre jetzt eigentlich bereit zum richtig, Abhauen. Ja, kann sie natürlich nicht gut. Also eine gesunde, normale Körperreaktion. Ja. Also der Körper ist regelrecht in einer Alarmbereitschaft. Und dort kommt dann der Phobiker selber wie nicht mehr daraus raus. Was ihn unterscheidet von Menschen, die das Problem nicht haben, das schauen wir uns jetzt an. Befragt man 100 Menschen, wird schnell klar, beinahe jeder kennt beklemmende Situationen, in denen der Kopf sagen müsste, alles halb so schlimm. Bei 14 von 100, so schätzen Experten, gehen solche Ängste aber über das normale Maß hinaus und bestehen über längere Zeit. Doch was geht in diesen 14 vor? Der Beginn ist noch völlig normal. Eine angstauslösende Situation, also zum Beispiel die Höhe, führt zu körperlichen Reaktionen. Ich Schweiß spüre, der ausbricht und habe relativ feuchte Hände. Und auch dann aber auch kalte. Ja, wie ein Druck auf der Brust, der gekommen ist. Beim Schnaufen habe ich ein Problem, dass ich nicht mehr so richtig durchschnaufe. Typisch Angstpersönlichkeit dann, die Gedanken fahren Achterbahn. Was ist jetzt, wenn du hier bist? Was ist, wenn du nicht kannst haben? Was ist, wenn es das Geländer nicht wäre und du würdest fallen? Je intensiver die Gedanken, desto stärker die Körperreaktion. Und desto schlimmer wieder die Befürchtungen. Eine regelrechte Angstspirale entsteht, bis ins Unerträgliche. Das typische Verhalten, Flucht. Und in Zukunft? Also führt dazu, dass ich die Situationen fast immer vermeide und dass ich dann aber zum Teil Situationen eingehe, die objektiv viel gefährlicher sind. Also ich kann mich erinnern, in Österreich mal eine Seilbahn, die ich nicht genommen habe und dafür einen Wanderweg rauf bin, der aber ein sehr steiler Weg war. Böser Tritt hat auch bezeichnenderweise geheissen. Und da sind dann Kollegen mit mir nachher durch abgelaufen und haben gesagt, hey, das ist also wirklich nicht ganz ungefährlich hier. Und das zeigt, wie absurd das Ganze ist. Absurd, aber absolut bezeichnend. Und wenn die beängstigende Situation nie durchlebt wird, reicht irgendwann bereits die Vorstellung. Das Thema Angst vor der Angst, das ist für mich ganz etwas Wichtiges, weil die Vorstellungen, wenn ich nachher irgendwann an einem Punkt bin, das macht mir vor der Tour eben schon Angst. Allein diese Angst vor der Angst also löst die ganze Spirale wieder aus, sobald der Phobiker in die befürchtete Situation kommt. Ein Teufelskreis. Rein körperlich ist es eine ganz kleine Struktur im Gehirn, die die heftige Reaktion auslöst, die Amygdala. Hier sorgen die eintreffenden Nervenimpulse für einen Alarm im vegetativen Nervensystem. Hier wird aber auch die Gegenreaktion ausgelöst. Hemmende Nervenzellen, hier blau, fahren die Körperreaktionen wieder aufs Normalmaß zurück, ganz von selbst. Und da liegt das Problem, bestätigt die Angstspezialistin. Eine große Angst von vielen Angstpatienten ist ja, dass diese Angst, die entsteht, nicht wieder weggeht. Oder dass sie immer stärker wird, dass sie Konsequenzen hat, dass die Patienten verrückt werden, irgendwie daran sterben könnten.
Da wissen wir heute, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, wenn Patienten in der Situation drinbleiben, reagiert der Körper irgendwann darauf und die Angst wird wieder nachlassen. Irrationale Gedanken und Bilder kennt zwar fast jeder, aber ein nicht phobischer Patient kann das aber sehr gut einordnen und kann selber für sich entscheiden, nein, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist sehr, sehr, sehr gering und kann dann also ganz normal weitermachen. Für einen phobischen Patienten wird diese Idee oder dieser dysfunktionale Gedanke sehr, sehr wichtig und er schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich passiert, als sehr viel höher ein. Tückisch dann das typische Vermeiden. Wenn man eine bestimmte Situation vermeidet, dann lernt unser Hirn, diese Situation ist gefährlich gewesen. Und im weiteren Verlauf kann unser Hirn immer mehr Situationen, die einfach sehr ähnlich zu dieser Situation sind, erkennen und denkt dann auch, diese Situation ist auch gefährlich, produziert ähnliche Symptome und das kann dazu führen, dass dann immer mehr Situationen zum Beispiel vermieden werden. Und so dreht sich der Teufelskreis immer häufiger und immer heftiger. Und da kommt man selber als Phobiker nicht mehr daraus raus. Jetzt ist nur die Frage, Herr Bader, wie kommt man dann überhaupt in den Teufelskreis rein? Was sind denn Auslöser davon? Also wir sprechen einmal von den Auslösern. Das heißt, sie werden plötzlich phobisch, weil sie in der Höhe plötzlich einen Angstanfall bekommen. Aber das Ganze beginnt meist schon früher. Also Menschen, die zu Phobien, nein, solche Phobien entwickeln, die haben unter Umständen schon in der Kindheit relativ viel Angst gehabt oder waren bedroht, haben vielleicht auch dramatische Erfahrungen schon gemacht. Hatten unter Umständen auch Eltern, die mehr Angst hatten und die vor allem mit der Angst dann vermeidend umgegangen sind. So gibt es in jedem eine Größe. Aber es hat ja nicht jeder ein traumatisches Erlebnis. Nein, nein, das muss ja nicht gleich dramatisch sein. Das kann sein. Ja. Nein, aber dass sie in der Kindheit, was sie sich öfter bedroht waren und dass sie oft gesagt bekommen, was gefährlich ist und dass vielleicht sie auch gelernt haben, dass man eher durch Vermeidung der Angst entgeht. Also wenn alle rundum dann Angst haben, dann denkt man, oh, offenbar ist das gefährlich. Genau, so lernen Kinder über das Modell der Eltern zum Teil oder eben auch durch die Vermeidung, die Eltern schon zeigen. Aber bei den meisten ist es dann so, wenn es losgeht, dass man plötzlich eine Initialerfahrung hat. Es stürzt jemand tatsächlich ab, man verletzt sich wirklich, man ist mal wirklich in Gefahr und der Körper startet durch. Und diese erste Erfahrung, diese Initialerfahrung, die ist dann derart schwerwiegend, dass jemand in Zukunft das nicht mehr erleben möchte. Und das lieber vermeidet, dann ist man drin. Genau. Wenn man jetzt das möchte therapieren, eben den Teufelskreis, wo setzt man an? Muss man sozusagen den Weg wieder rückwärts gehen. Das Wichtigste ist in der Therapie, in so einer Konfrontationstherapie, die sehr erfolgversprechend ist und viele Erfolge bringt, dass man bei der Vermeidung ansetzt. Das heißt, Patienten müssen wieder hinein in die Situationen und erfahren, dass das, was sie befürchten, die unendliche Angst, die sich unendlich steigernde Angst, dass die eigentlich von selbst abnimmt, ohne dass man was tut, ohne dass man vermeiden muss. Das heißt, es ist eine Therapie, die viel vom Patienten verlangt, die anstrengend ist. Viele hätten es gern leichter. Aber nur mit dieser Erfahrung in den Therapien kommt man zu einem nachhaltigen Erfolg. Und genau das haben Sie ja dann mit Rachel Honegger gemacht, während 5 intensiven Wochen. Wir haben es auf der Redaktion miterlebt. Sie hat also einiges mitgemacht in dieser Zeit. Wir waren auf dem Basler Münster, auf einer Aussichtsplattform, einer Hängeseilbrücke und noch 2 Mal im Seilpark. In jeder von diesen Situationen musste ich über meine Grenzen gehen, dorthin, wo es weh tut. Ausweichen nicht erlaubt. Im Seilpark war ich nur noch ein heulendes Häufchen Elend. Und trotzdem, die Angst aushalten, das muss ich durchziehen, auch heute bei der 5. Konfrontation am Öschinensee. In atemberaubender Kulisse zwar, aber so schön, wie es aussieht, ist es für mich also nicht. Also, wir gehen jetzt dort hinten über die Grasnarbe drüber. Mein Therapeut, der Klaus Bader, treibt mich bewusst immer wieder an den Abgrund. An den im Fels und an den in mir rein. Wieso braucht es das, dass ich die Angst habe in der Konfrontation, damit sie mit mir arbeiten können? Wieso braucht es das überhaupt? Weil sie lernen, hauptsächlich mit der Angst umzugehen, indem sie sie erleben. Also ihr Hirn braucht die Gelegenheit, in der Situation, jetzt da, wo wir hingehen, braucht die Zeit und braucht die Situation, dass es mit dem fertig wird, mit dem, was Sie da machen. Das können Sie durchs Gespräch allein nicht wegdiskutieren. Schon auf dem Weg zum Fels die erste Übung. Wie immer gilt, aushalten, nicht davonlaufen. Lernen, dass nichts Schlimmes passiert. Und darum ist es gut, dass Sie hier noch eine Weile stehen bleiben
und diese Erfahrung richtig aufsaugen, damit sich das im Gedächtnis verankert. Das ist der eigentliche Lernprozess, um den es hier geht. Anscheinend haben die ersten vier Konfrontationen schon geholfen. Ich merke, wie es heute deutlich besser geht. Ich bin erstaunt, wie gut, dass ich jetzt hier durchgekommen bin. Es ist gleich wirklich etwas, was ich glaube, vorher nicht gemacht hätte. Mhm. Ja, Freude. Ja. Aber wenn ich dort hinten schaue, an diesen Weg, dann wird es mir schlecht. Und zwar wirklich so körperlich schlecht. Ja. Das darf ja auch sein. Wichtig sage ich nur, dass ich immer wieder beobachte, was die Angst mit mir macht. Das haben wir ja früher schon, habe ich Ihnen das schon mal gesagt, wie so eine kleine Übung machen, dass Sie mal versuchen, wie in die Beobachterposition zu gehen. Was höre ich, was spüre ich, was macht der Körper, was sehe ich? Ich denke, ich komme dort nicht durch. Das denken Sie zum Beispiel, ist ein Gedanke. Also ich denke, ich komme da nicht durch. Also was mir bei den letzten paar Sitzungen aufgefallen ist, ist, dass das bis zu einem gewissen Punkt sehr gut geht. Ja, ja. Und dann nicht mehr. Und irgendwann überkommt es mich einfach. Genau. Und dann ist alles ausgeschaltet, genau. Und geht gar nichts mehr. Genau. Dann bin ich so mit drin und dann geht ja. Gar nichts mehr ja. Mit beobachten oder noch von ja. Außen, sondern ja. Dann bin ich ausgeliefert. Ja. Ja. Das ist ganz normal, das kann ich nicht, das können andere auch nicht immer. Aber was wir erreichen können, ist, dass wir sozusagen die Grenze verschieben, wo sie das noch können. Also, dann üben wir das doch. Oh, das Seil ist aber auch ganz blöd. Ehrlich gesagt habe ich mir das also schon etwas anders vorgestellt. Ich habe gemeint, nach so einer Therapie habe ich keine Angst mehr. Dabei muss ich wie jetzt einfach lernen, dass ich sie aushalte. So anstrengend. Jetzt rebelliert mein ganzer Magen-Darm-Trakt, kann ich Ihnen sagen. Ja. Zurück im Seilpark. Ohne Therapeut. Das ist jetzt sozusagen meine Prüfung. Wieder mit Pulsuhr und Blutdruckmessgerät. Zur gleichen Tageszeit wie beim letzten Mal. Der Xavier vom Seilpark kennt mich schon. Er hat das letzte Mal von weitem zugeschaut. So. Jetzt gibt es Ernst. Jetzt schauen wir mal positiv und schauen, wie weit du kommst. Also. Oh, das Fahren ist einfach so schlimm. Das ist nicht vergleichbar, wie wenn man irgendwo auf einem Wanderweg steht. Wie entspannter. Und vor allem kommen keine blöden Bilder mehr auf. Ich sehe nicht mehr Seile, die reissen. Dafür verwünsche ich mich bei meinem Gedanken, dass das ja ist wie Stege laufen. Das ist jetzt aber echt, jetzt hat es mir angefangen zu schaukeln und ich komme keine Panik rüber. Es hilft! Es hilft! Geht tipptopp. Ich glaube es gar nicht. Ich hätte können schwören, dass das alles nicht geht. Wow. Nach nur 10 Minuten bin ich dann. Genau, tipptopp. Und jetzt nur noch auf die Plattform rauf, dann hat es geschafft. Der ist sehr hoch! Du kannst nur mit dem einen Bein ein lüpfen, dann das Knie drauflegen und dann am Kabel entlang ein bisschen aufziehen. Oh. Genau. Tipptopp, super! Ich hab's geschafft! Genial! Hilfe. Wie soll ich aufstehen? Yeah! Super gemacht, oh, tipptopp! Das hätte ich nie gedacht. Niemals! Das hast du sensationell gemacht. Aber ich glaube, es lange für heute. Ich könnte mich oben abholen. Ja. Und sogar abseilen gehen. Bist schon mal angemacht. Nur mit einem bin ich angemacht. Ich gehe ganz allein. Ganz wenig anziehen. Okay, hinter. Gut. Ah. Ah. Hey, haben die jetzt da. Es passiert okay. Noch gar nichts. Abala, abala. Leck bin ich stolz auf mich. Das ist wirklich alle gerundet zu euch, Rachel. Das ist ja wirklich super gelaufen nach dem ersten Besuch im Seilpark. Und jetzt hat man fast ein das Gefühl, es ist auch noch recht glatt gegangen innerhalb von diesen 5 Wochen. Wie hast du das erlebt? Ja, also glatt ist es nicht gegangen. Es war unglaublich anstrengend. Es hat wahnsinnig viele Tränen gegeben, viel Verzweiflung. Also ich bin wirklich oft nur noch schluchzend und schlotternd in der Höhe oben gestanden. Mhm. Und ich bin vor allem immer wieder an den Punkt gekommen, wo ich gefunden habe, ich will nicht mehr. Also eigentlich wollte ich nicht mehr. Total an deine Grenzen. Ja, wo ich wirklich gefunden habe, mit der Höhenangst durchs Leben gehen, weiterhin wäre viel einfacher, als mich dieser Angst zu stellen. Weil das ist wirklich unerträglich. Ist das der Punkt, dass es eben auch so erfolgreich war, dass es wirklich so an das Limit herkommt? Ja, das ist das Wesentliche, weil hier an der Stelle brechen viele ab, hören viele auf. Aber genau um das geht es, diese Grenze zu erreichen, diese Grenze zu verschieben.
Das bedeutet, die neue Erfahrung machen mit der Angst, und zwar mit der ganz stark panischen Angst. Kannst du es dann benennen? Wo war wirklich der Knackpunkt gewesen, dort, wo du gemerkt hast, oh, jetzt habe ich etwas kapiert? Ja, also es hat wirklich einen ganz konkreten Moment gegeben. Ich habe mich lange verweigert, über ein gewisses Ausmaß von dieser Angst rauszugehen. Und der Bader ist manchmal fast verzweifelt mit mir. Und dann hat es den Moment gegeben, wo ich den Schritt gemacht habe, wo ich in die Angst drin bin, wo ich vorher das Gefühl hatte, dann muss ich sterben, wenn ich dort hingehe. Mhm. Das ist irgendwie, das werde ich nicht aushalten. Und ich bin zwar zusammengebrochen, wirklich, regelrecht, aber ich habe gemerkt, ich sterbe nicht. Mhm. Das ist und das, also ich hätte es in dem Moment auch nicht realisiert, dass es der Moment war, aber als wir das nächste Mal unterwegs waren, ist es plötzlich gewusst? Viel besser gegangen. Okay. Es hat sich dann auch körperlich gezeigt, oder? Bei dem letzten Seilpark. Die Messungen sehen jetzt ganz anders aus. Blutdruck da, jetzt bist du wirklich im grünen Bereich geblieben. Und auch vom Puls her, da sind wir ja vorher auf 168 oben gewesen. Pulsschläge bräuchten wir. Voilà. Und jetzt 148. Also auch da eine Verbesserung, kann man ja mal sagen. Funktioniert jetzt die Methode bei allen? Bei der Mehrheit eigentlich der Patienten. Wir haben so eine Rate, wir wissen aus der Forschung, ca. 70-80% profitieren in dem Ausmaß, wie Sie jetzt. Es gibt auch Patienten, mit denen dauert die Therapie länger oder man muss, was weiß ich, noch andere Ansätze prüfen. Aber der größte Teil ist eigentlich so erfolgreich. Mhm. Und was hast jetzt du das Gefühl? Ist jetzt deine Höhenangst weg? Also ich glaube nicht, dass sie weg ist. Was ich tatsächlich glaube, ist, dass wir die Grenzen enorm verschoben haben. Also der Moment, wo bei mir Panik kommt, der tritt viel später ein als vorher. Wenn die Panik kommt, ist sie glaube ich, immer noch sehr schlimm, habe ich das Gefühl. Und was ich beobachtet habe, ist das Vermeiden. Das ist so ein Muster, das so tief drin ist. Ich bin letzte Woche, also jetzt gerade am Wochenende, wandern und ich hatte einen Weg, der kürzer wäre mit Hängebrücke und einen Weg, der länger ist, ohne Hängebrücke. Und ich habe mich so zusammenreissen, um trotzdem zu gehen. Also, dass das Muster durchbrechen und wirklich dort hinzugehen und finden, doch, das mache ich jetzt. Und dann habe ich erst auf der Brücke gemerkt, es ist ja wirklich nicht schlimm. Mhm. Aber dort hinzukommen, und ich glaube, an dem muss ich noch arbeiten. Okay. Ist das so eine Auflage, die man dann hat? Wenn man die wirklich hat man Erfolg hat, muss man dranbleiben. Ganz sicher, ja. Das ist wichtig. Ja, vor allem, stellen Sie sich vor, das geht seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich, diese Angst. Wir haben 5 Wochen gehabt. Das heißt, die Konsolidierung jetzt, das Weitermachen, das braucht noch eine Zeit. Gut. Also, wann gehst du das nächste Mal in die Höhe? Das nächste Wochenende wollte ich noch mal ins Seilpark. Und heute habe ich gehört, dass der Eiffelturm so schlimm muss sein. Und das ist jetzt mein Ziel. Grossartig. Und ich wünsche dir wirklich, dass du auch noch ganz viele schöne Momente kannst erleben in der Höhe. Danke und vielmals. Danke euch beiden für den Besuch im Studio. Und Sie können heute Abend noch mit Psychotherapeutinnen am Beratungstelefon reden. Sie befragen rund um das Thema Höhenangst auf 0848 00 23 23. Und der Link in Expertenchat, der ist srf.ch/puls. Zucker in flüssiger Form, wie beispielsweise in Softdrinks, macht schneller dick als fester Zucker. Bekommen Mäuse unter Laborbedingungen zuckerreiche Nahrung in flüssiger Form, verzehren sie mehr Kalorien und nehmen schneller zu als Artgenossen, die feste zuckerreiche Nahrung erhalten. Die Erklärung der Forscher: Gelöster Zucker werde leichter aufgenommen und rufe kein Sättigungsgefühl hervor. Ihre Empfehlung nicht nur für Mäuse: Wasser statt Süßgetränke. Geige spielen während der Gehirnoperation, das musste eine Patientin letzte Woche am Ichilov-Spital in Tel Aviv. Die Musikerin Naomi Elishuf zittert seit 20 Jahren so stark, dass sie kaum mehr Geige spielen kann. Ihr Arzt empfahl ihr deshalb eine Tiefenhirnstimulation. Während der Operation musste sie immer wieder spielen, damit die Ärzte überprüfen konnten, ob sie im Gehirn die richtige Stelle stimulieren. Solche Gesichter bekommt zu sehen, wer die Nabelschnur in Scheibchen schneidet, färbt und unters Mikroskop legt. Denn die Nabelschnur enthält 3 Blutbahnen. In vielen Fällen zeichnen die Vene und die beiden Arterien eine Art Gesicht. Im Kantonsspital Aarau können die Eltern es bereits nach Hause tragen, das persönliche Nabelschnurgesicht ihres Kindes. Es gibt ja verschiedene Beeren, die gut sein sollen für die Gesundheit. Preiselbeere bei Blasenentzündung, Heidelbeere gegen Durchfall. Und kennen Sie die da? Sieht ein bisschen aus wie eine Heidelbeere, ist aber die Aronia. Und wenn Sie davon noch nie etwas gehört haben, sind Sie sicher nicht allein. Die Aronia-Beere wird auch erst seit 8 Jahren in der Schweiz angepflanzt und geerntet.
Nur bei wenigen Schweizern, wie zum Beispiel bei Peter Konrad, hat sie in der Zeit die Beachtung gefunden, die sie im Ausland schon lange erhält. Sie war natürlich in Osteuropa schon bekannt, vor allem in Russland, aber auch schon bereits die amerikanischen, nordamerikanischen Indianer haben die erkannt. Die Schamanen haben die gebraucht als Pflanze für alles Mögliche. Wenn es Krankheiten gegeben hat, Entzündungen gegeben bei den Leuten. Tatsächlich enthält die Aronia-Beere OPC, Oligomere Procyanidine, die Entzündungen hemmen. Ganze 664 Milligramm sind in 100 Gramm Aronia enthalten. Für dieselbe Menge OPC muss man das 2,5-fache an Heidelbeeren essen. Oder fast 2 Kilogramm Himbeeren. Und in der Beere steckt noch mehr. Sogenannte Anthocyane, ein Pflanzenfarbstoff, der das Altern des Körpers verlangsamt. 100 Gramm Aronia enthält 1480 Milligramm Anthocyane. Für die gleiche Menge braucht es das Doppelte an Brombeeren, über das Dreifache an Heidelbeeren und sogar das Vierfache an Himbeeren. Kleine Beere mit großer Wirkung, so das Fazit vieler Studien. Positive oder vorbeugende Auswirkungen hat sie auf Erkältungen, Diabetes, Herzgesundheit, Heuschnupfen, Entzündungen, Zellerneuerungen und. Auch Mediziner Heinz Lüscher hat gute Erfahrungen mit dem Einsatz der Aronia-Beere gemacht. Der wichtigste Einsatz sehe ich bei entzündlichen, chronisch entzündlichen Krankheiten, bei Allergien oder auch beim Herz. Oder? Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, um es einsetzen zu können. Nehmen wir jetzt chronische Entzündung, da sehe ich einfach, dass die Beschwerden bald einmal nachlassen. Und dort, wo es Cortison braucht, auch, dort kann man die Cortisondosis reduzieren, wenn man gleichzeitig Aronia gibt. Nur eines hat die Wunderbeere nicht. Einen guten Geschmack. Sie ist bitter und sauer. Schon viel besser schmeckt sie weiterverarbeiteter Saft. Auch getrocknet als Zusatz ins Morgenmüsli kommt sie bei den meisten gut an. Wem das immer noch zu bitter ist, dem schmeckt vielleicht die Aronia-Schokolade. Gegen Höhenangst hingegen ist keine Beere gewachsen, sondern Psychotherapeutinnen. Und die erreichen Sie heute Abend noch bis um 11 Uhr auf 0848 002323. Oder Sie können Ihre Fragen einem Expertenchat stellen auf srf.ch/puls. Das Wirtschaftsmagazin «Eco» ist heute Abend mit dem Schweizer Souvenirkönig Jean-Luc Bögli unterwegs. Und der Präsident der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren fordert ein IS-Verbot in der Schweiz. Bei uns geht es dann nächste Woche um Herzrasen, nicht wegen der Höhenangst, sondern wenn es einem urplötzlich aus heiterem Himmelsherz bis in den Hals zuschlägt. Wenn das immer wieder passiert, kann das sehr beängstigend sein. Wir schauen, was dort dahinter steckt. Und ich wünsche Ihnen bis dann ganz eine gute Woche und einen schönen Abend miteinander.